natürlich fantastisch, dass es geklappt hat. Ich sage, das ist jemand, der so wie Beethoven ausschert und sich nicht an die Regeln hält, ein so großartiger Komponist ist, der schafft auch so was Besonderes wie diese 33 Veränderungen. Und der Konzertpianist Michael Leslie wird die für Sie spielen. Zunächst bitte ein paar einleitende Worte von mir. Es gibt noch ein wahnwitziges, überladenes, fantasiesprühendes und äußerst kreatives Werk mit dem Titel 33 war jetzt Veränderungen über einen Walzer von Diabelli. Und dieses Werk ist komponiert worden. Ich wusste vor 6 Monaten überhaupt nicht von dessen Existenz. Aber es ist komponiert worden von Franz Hummel, der heute in der Jury gesessen hat. Und um 22:45 hier im Billesaal werden diverse Diabelli-Variationen gespielt. Und darunter werde ich sein, die Variation Nummer 33. Ursprünglich war es gedacht, ich würde das als Zugabe spielen zu den Diabellis, Beethoven Diabellis. Geht nicht, weil Beethoven duldet ganz einfach kein anderes Werk in seinem. Dann habe ich gedacht, ich spiele die Zugabe am Anfang. Aber dafür ist sie zu schwer. Und wenn ich aufgeregt bin, dann könnte was passieren. Wenn ich die Beethoven-Diabellis hinter mir habe, wird es gut sein. Thank you.
Thank you.
Thank you.